weil Christoph Klimke das so genannt hat, also der Titel geht auf Christoph Klimke zurück. Erstmal auch als ein Arbeitstitel, der uns dann eine Zeit lang begleitet hat. Und ich glaube aber, dass der Titel insofern Sinn macht, weil wir uns ja sehr stark mit den Materialien, den Fragestellungen und den Kontexten beschäftigen, die Beuys letzten Endes um sich geschart hat. Also Beuys nicht als eine originäre Figur zu begreifen, sondern als jemanden, der natürlich auch sich wie ein Gewebe zusammensetzt aus verschiedenen Einflüssen. Also der Nietzsche rezipiert hat, der Rudolf Steiner rezipiert hat, der sich intensiv mit der Renaissance und den Künstlern dort beschäftigt hat. Und am Ende auch ein Echo nach Beuys. Also da wäre an prominenter Stelle Christoph Schlingensief zu nennen. Deswegen die Küche, also das, was im Grunde sich in Beuys bündelt, ja, also damit, wo Beuys gearbeitet hat, das, worauf Beuys ausgestrahlt hat und was auf Beuys ausgestrahlt hat. Das eben als eine Metapher eigentlich dafür.